Willkommen zu einer neuen Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn Pupsi und ich wollen heute Nacht ganz lange aufbleiben. Wir haben nur noch einiges vor, was das genau ist, das könnt ihr euch vielleicht nicht denken, dafür gab es nämlich Tickets. Wir wollen aber was abchecken und wir haben uns heute Strong Cola besorgt, so energy-mäßig oder auch nicht energy-mäßig, einfach nur Strong Cola. Und ich habe letztens schon eine Folge aufgenommen, Back to the Roots von Ramses Kitchen. Da war aber das Problem, als ich die Speicherkarte 20 Mal in den PC gehämmert habe, war die Datei dann kaputt und ich konnte nichts mehr machen, habe mir deswegen jetzt einen Adapter bestellt, dass ich die nicht mehr in den PC schieben muss, sondern in den USB-Stick und den USB-Stick in den PC. Dann müsste das gehen, denn ich wollte wieder dazu zurückkehren, dass wir am Ende immer einen 5-0er Dosenbier trinken. Habe ich eine Zeit lang mal gemacht. Als die 500 Dosen von diesem Abo-Special mit Ismo da waren, dann waren die Dosen leer. Jetzt hat sich schnell meine Stimmlage verändert und habe das dann nicht mehr gemacht. Ich finde aber, das hat einen Großteil der Faszination von Ramses Kitchen ausgemacht, wenn wir Getränke getestet haben. Deswegen ist es jetzt zurück und nicht nur das, denn hier habt ihr das Objekt der Begierde, Strong Cola. Aber nicht nur irgendeine, das sind genau zwei Sorten. Einmal habt ihr nämlich Kong Strong, ja? Das sagt euch vielleicht was. Kennt ihr Kong Strong? Kong Strong ist so eine Energy-Marke, ein Energy-Drink. Und da gibt es auch hier extra Strong Cola Koffein-Drink. Natürlich mit 25 Cent Pfand. Erhöhter Koffeingehalt, 25 Milligramm pro 100 Milliliter. Und der Gegner ist die Strong Cola von Crazy Wolf, bei Crazy Wolf. Crazy Wolf, auch Energy Drinks aus dem Kaufland. Jetzt hier, die konkurrieren miteinander und da haben wir 25 Milligramm pro 100 Milliliter. Dürfte also dasselbe sein von der Sache her. Ich zeige euch das auch nochmal von der Seite aus, wie das ausschaut. Hier also die gute Strong Cola Koffein Drink mit dem Gorilla drauf. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, sehr heftig. Wild Power steht hier auch dabei. Little, jetzt wisst ihr genau, wo es herkommt. Und hier Crazy Wolf, eher so diese Kaufland-Variante. Strong Cola, extra Koffein in so einem rötlich, alles so schwarz und düster. Welche gefällt euch persönlich besser? Welches Design ist eurer Meinung nach gelungener? Das von dem Gorilla von Kong oder das, die Strong Cola von Crazy Wolf? Also Gorilla oder Wolf, schreibt es mal in die Kommentare. Das sieht immer noch am besten aus, ich weiß. Wir wollen jetzt aber erstmal aufmachen und probieren, was steckt hinter der Kong Strong Cola. Die ist natürlich jetzt schön gekühlt und macht hoffentlich wach und gelbe Zähne und einen dicken verklebten Bauch. Schmeckt auf jeden Fall wie eine ganz gewöhnliche Arznei-Cola. Ich merke jetzt gar keinen Unterschied. Und obwohl die so gekühlt ist, besteht die zu 90% einfach nur aus Kohlensäure und Schaum. Normalerweise, wenn man das kühlt, ist ja die Kohlensäure nicht mehr so präsent. Hier aber doch. Finde ich jetzt gar nicht mal so angenehm. Ich dachte, okay, Koffein knallt voll rein und so. Cola-Geschmack, ja, kann man sich mal gönnen. Aber rein vom Cola-Geschmack her, nee, ist das jetzt nicht so meins. Wir haben aber noch die Strong Cola von Crazy Wolf. Vielleicht ist sie jetzt besser, weil die noch billiger ist und einfach ein K-Klassik-Produkt. Obwohl, ist Little billig, ist Little teuer, ich weiß es nicht. Wir probieren jetzt einmal hier, gucken mal, den Gegner von der Kong Strong Cola. Die hat auf jeden Fall einen komplett anderen Geschmack. Kommt aus Warszawa, Polen. Also, während ich sagen muss, die schmeckt einfach wirklich nur nach Arznei und komplett nach Schaum. Mir fehlt einfach irgendwas im Nachhinein. Mir fehlt einfach irgendwas, was bei anderen Cola-Geschmäckern einfach immer da ist. Die schmeckt auch nicht wie eine gewöhnliche normale Cola, die hat aber einen besseren Geschmack. Ich würde mich also für die Strong Cola von Crazy Wolf entscheiden. Die hat irgendwie so eine süßliche Note hinterher, während die schmeckt, als wäre es Cola Zero in so eine ähnliche Richtung und so einen pappigen Abschluss hinten hat. Die bringt noch einen süßlichen Touch mit, als wäre die einfach so
Cola-Sirup und das zieht sich so. Da stört mich auch die Kohlensäure nicht so sehr. Was jetzt mehr nach Cola schmeckt, müsst ihr entscheiden. Ich bin also, wie gesagt, für die Crazy Wolf Cola Strong, Strong Cola. Ihr müsst mal gucken, ob ihr den Kong Strong lieber mögt, ob ihr das auch schon mal probiert habt. Ansonsten, was ist eure Lieblings-Cola-Sorte? Was sind eure Strong-Cola-Favoriten? Schreibt es in die Kommentare. Und wie immer zum Abschluss natürlich ein kleines gekühltes 5-0er Dosenbier. Ich betone nochmal, ich werde nicht von 5-0er Dosenbier gesponsert. Ist auch nicht unbedingt das Bier, was am besten schmeckt, ne? Aber irgendwie hat sich das als Running Gag eingeschlichen gehabt. Möchte ich auch jetzt fortführen, deswegen war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich weiß nicht, wieso die Nase immer komplett rot wird. Das liegt wohl an der Dose. Auf jeden Fall Finger weg vom Alkohol. Macht das nicht zu Hause nach. Das war's von meiner Seite aus. Habe ich schon gesagt. Wir freuen uns auf die nächsten Leckereien, die wir testen können.